Die Hauptrolle dabei tragen die Fans der Nordtribüne. Allen voran die verrückten Köpfe. Die verrückten Köpfe allen voran sorgen mit ihren Choreografien immer für tolle Stimmung, die dann ihren Höhepunkt erreicht, wenn die Mannen aus Innsbruck auf dem Feld ein Tor erzielen. Immer wieder sorgen die Fans mit zahlreichen Arbeitsstunden für Transparente und wenden hohe Geldmittel für stilvolle und eindrucksvolle Choreografien auf. Die Hauptakteure der verrückten Köpfe und der anderen Gruppierungen sehen teilweise nicht einmal das ganze Spiel. Trotz der starken sportlichen Leistungen gab es auch Missstimmung zwischen Verein, Vorstand und öffentlichen Stellen. Höhepunkt war schließlich das Spiel gegen Austria Salzburg. In der zweiten Hälfte kommt es dann unter der Nordtribüne zu einem Brand. Das Vorgehen der Exekutive hat Konsequenzen. Bei der nächsten Partie ist es im Tivoli neu auffällig ruhig. Die Fans der Nord streiken. Der Hintergrund ist das, dass wir heute einen Streik haben. Wir möchten einmal aufmerksam machen, dass es nicht so weitergehen kann, dass wir Pauschalurteile, die was einige Medien gegenüber uns gebracht haben, einfach, es geht nicht so weiter, dass man einfach sagt, die verrückten Köpfe, die Nordtribüne ist so schlimm, die möchten was anzünden oder so. Wir möchten nur für Stimmung sorgen. Wir möchten einfach darauf aufmerksam machen, dass es nicht so weitergehen kann mit Pauschalierung, schlechte Fans auf der Nord und so, ungezogen, das geht nicht so weiter. Die Fans suchen die Aussprache und unterstützen das Team dann wieder in gewohnter Art und Weise. Ob die ganze Mannschaft oder einzelne Spieler. Die Fans finden immer den richtigen Song. So auch beim letzten Heimspiel der Saison. Nach dem Torjubel wird auch der Torschütze entsprechend gefeiert. VK werden auch in Zukunft zu ihrem Verein stehen. Der harte Kern bleibt immer der harte Kern. Der wird auch rausgehen, wenn die Mannschaft schlecht ist. Das sieht man sehr gut bei der Austria Wien. Da gehen auch die Leute hin, die was den Verein unterstützen wollen. Das ist bei uns genauso und wir wollen die Mannschaft auch weiterhin unterstützen. Nur, da sind sicher viele auf der Nordtribüne, die was nicht mehr da sind, wenn es mal im Verein schlecht geht. Und wir sind einfach der Meinung, dass die Leute, was hinter dem Verein so stehen, unterstützen können. Somit kommt es nicht nur auf die sportlichen Leistungen der Mannschaft auf dem grünen Rasen an.
Auch das Management ist gefordert, die Wichtigkeit des 12. Mannes zu schätzen, damit auch weiterhin die gegnerischen Mannschaften mit Respekt vor der Tivoli Nord stehen.